Herzlich willkommen zur Weihnachten 2017 Spezialfolge Nummer 2. Genau, Take 2. Take 2, ja. Die Technik hat versagt. Mit mir am Tisch mein Freund Tobias. Und ihr erinnert euch noch an dieses tolle Set. Das Haus der Simpsons, vor ungefähr 2 Jahren zusammengebaut. Playlist auf dem Kanal. Angucken. Guckst du. Und Tobias hat mir dieses Jahr ein ganz tolles Geschenk mitgebracht. Und wir wollen euch natürlich daran teilhaben lassen. So ist es. Hau raus. Ich hau raus. Hau raus. Das hat nämlich einen Grund, warum das Haus hier steht. Ja. Yay. March. Yay. Für jeden einen. Genau. Bam. Einmal schick und passt besser zu Thorsten, dann rennt dann. Einmal schlampig. Passt zu Tobias, der hat nichts mehr an. Er sitzt bei den Temperaturen im T-Shirt am Tisch. So ist es. Vergiss nicht reinzuzoomen, ne? Ach ja, jetzt muss ich wieder reinzoomen. Hättest du es nicht gesagt? Beim ersten Deck hat es nicht geklappt. Ja, da hat gar nichts geklappt. Alles gut. So, dazu passt natürlich ein romantischer Humor und ein fressender Humor, also wieder passend. Genau. Aber ich bin auch romantisch, also müssen wir uns den teilen. So romantisch. Bei dir geht das anders. Willst du? Ja, okay. Ja. Ja. So ist das. Hat aber auch eine gewisse Erfolgsquote, so muss man dazu sagen. Ich bin halt dreist. Dreistheit siegt. Ja, das ist auch schön. Nein, das sind die Lego-Figuren, die es speziell von Lego mal gab zu den Simpsons. Mhm. 2 verschiedene Sets gab es davon. Serie 1 und 2, genau. Entsprechend werden wir die jetzt... einfach mischen. Ja. So, Dr. Hibbert. Dr. Hibbert. Dr. Hibbert, der immer Humor hat und immer genervt ist wahrscheinlich auch, dass er immer da ist. Das ist halt sein Job. Wobei, ja, man weiß nicht, ob er das wirklich studiert hat. Ja, wer weiß. Fangen wir mal mit dem nächsten tollen Charakter an. Apu. Apu Nase, was? Quickie Mark steht leider jetzt hier nicht, aber guckt in die Playlist. In die Playlist, Quickie Mark. Quickie Mark. Genau wie das Haus. Das ist ganz toll von innen, aber ich zeige euch das nicht. Nee. Nee. Wird nicht gespoilert. Nicht hier und nicht jetzt. So ist es. Dann natürlich auch eine wichtige Person, der Quasti. Quasti. Mit der Torte. Clown. Mit Torte. Was natürlich fehlt, ist der Quasti-Burger. Lego, ja. Mag den Quasti-Burger. Echt mal. Wird Zeit. Wird 2018, Zeit. Bitte. Bitte. Unser Set. Ja. Persönlich an 2 Unternehmer. Ja, die anderen brauchen es nicht. Na, Special Edition. Special Edition, genau. 8000 Teile. Ja, genau. Monster Edition Quasti-Burger. XXL. Ja, aber das wäre halt cool, ne? Also, wir bauen die gerne vorher auf und dann kommst du im Laden, ne? Also das wäre geil. Und wir dürfen es dann behalten. Genau, richtig. Das wäre richtig toll. Mal jemand anderen, der... dessen Namen immer mehr gerne vergisst. Ich komme nicht drauf, aber der ist halt sehr schlau und weiß alles. Wie heißt du? Guck mich mal an, wie heißt du? Ich komme nicht drauf. Nein. Auch wer sehr schlau ist, ist der Professor. Ja, Mr. Fring. Mr. Fring, genau. Professor Fring, Professor Fring. Der hat ja mal seinen Abspann gekriegt, aber er war zu spät. Richtig. Er ist irgendwie immer zu spät. Selbst wenn er Zeitreisen macht, ist er zu spät. Ich finde die Folge cool, wo er so ein Aphrodisiak kommen hat halt und dann ist er hübsch und sieht anders aus und... Kannst du dich daran erinnern? Nee. Nee, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Er hat halt einen speziellen Drang, der ist halt attraktiv für Frauen und so. Ne? So wie Professor Klamm oder was? Ja, ja. Aha. Gab's mal eine Folge. Ich kenne das nur von Mo, wo er das Regal auf die Fresse kriegt und auf einmal zum Hübschen hingeht. Stimmt. Das weiß ich noch. Das weiß ich auch noch. Ach Gott, ja, das war ein Zeit. Fangen wir mit schlauen Leuten weiter an. Lisa! Lisa! Einmal mit Stacy, weil sie sie ja so gerne mag. Und einmal mit Saxophon, weil sie auch richtig gut spielen kann. Nicht so wie Humor. Yeah, jetzt zwingt sie. Ja, er macht ja immer alles, ne? Also der ist, das ist er, ist Multicharakter. Ne? Er ist ein Multicharakter, er war in Weltall, er war alles. Er war alles.
Nur Präsident noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. War ja schon. Nee, Präsident. Ja gut, er hat mal mit Washington gekämpft. Nicht Washington, mit Bush hat er mal sich mal gekloppt. So ist es, ja. Was er gegenüber eingezogen. Weißer Nachbarn war. Ja. Genau. Ich erinnere mich. Das Pendant zu Lisa und zu den schlauen Leuten ist natürlich Bart und El Barto. El Barto. El Barto verewigt sich ja überall, auch beim Quickie-Markt. Ne? Den wir nicht am Tisch stehen haben. Genau. Ja, weil er ist halt Rabauke und mal gucken, was aussehen wird. Mal schauen. Ja, die Zukunftsvisionen von ihm sind ja nicht so. Nicht so rosig, nein. Vor allem, er ist dann geschieden und. Immer in einer Band oder so. Genau, richtig. Und dann kommt. Wobei, Lisa ist ja dann Präsident, dann braucht Homer es nicht mehr. So ist es. Lisa ist Präsident, genau, stimmt. Hast du recht. Das wäre doch mal, wir schmeißen Merkel raus und holen uns Lisa als Bundeskanzlerin. Die macht das viel wesentlich macht das besser. Ja. Wesentlich besser. Brauchen wir die Grünen auch nicht mehr. So ist es. Und die FDP auch nicht. Nee, AfD sowieso nicht. Erst recht nicht. Geht selber politisch nicht gut. Egal. Natürlich sein Kollege Nelson. Nelson, Mann, mit Bier. Ja, yeah, wenn dann richtig, ne? Also, der ist auch in so einer Rabauke. Aber in einer Folge ist er mit Lisa zusammen. Da ist er nett und freundlich. Ja, sie ist ja nur wegen ihm zusammen, weil er so ist, wie er ist. Ja, richtig. Wo sie noch so, wieso mag ich den denn? Ja, genau deswegen. Genau deswegen, weil er nicht so ist wie der andere. Sie steht auf Arschlöcher, das ist bei hübschen Mädchen so. Meistens. Ja, die Erfahrung haben wir beide. Ja. Wir sind zu nett. Ja, sind mir immer gesagt. Ja. Immer. Aber egal, wir sind so wie wir sind. Dann natürlich Bats Freund Milhouse und Superman Milhouse. Bart raucht wieder. Nee, weißt du, wer das ist? Das ist, Ja. Jetzt kommt's. Der Handlanger von, Ach, verdammt! Ja, genau, stimmt. Hast du recht, ja. Aber ich komme jetzt noch nicht drauf. Mr. Atom heißt der nicht. Der sagt aber auf zum Atem. Genau. Aber es ist nicht so. Radioactive Man. Radioactive Man, ja. Und das ist sein Handlanger, weil er ja mal die Fernsehrolle da gespielt hat. Genau, im Film. Richtig. Auf zum Atem! Auf zum Atom! Auf zum Atem! Besser! Radioactive Man. Ja. Irgendwas mit Boy heißt er. Ja, ist nicht schlimm. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Die wissen das. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Fertig! Die müssen auch was tun. So. Sonst kriegt ihr kein Geschenk zu machen. Ja, dann Grandpa. Grandpa Simpson, ja. Natürlich, er darf nicht. Ist ja sein Haus. Genau. Der ist mehr öfter im Haus als im Altersheim, finde ich zumindest. Ja, das stimmt. Da gehört er aber eigentlich hin. Was, ja. Böser Mensch. Böser Mensch. Und sein Kumpan sozusagen, der Maulwurf, wie ich ihn nenne. Ja, den heißt der auch so. Ich weiß nicht, hat er einen anderen Namen? Schreibt es in die Kommentare. Also für mich ist es der Maulwurf. Also den Besuch, den ich jetzt hier, den sehe Thomas nie gerne. Patty und Selma. Patty und Selma. Oder Selma und Patty? Ich weiß es nicht. Die Krankenschwester. Die Krankenschwester. Es war ja auch eine coole Folge, wo Homer sie beide rausgeschmissen hat und Marge hinterher flog. Und dann ist er rausgegangen. Oh, entschuldige, Schatz. Dann hat sie wieder rein. Genau, richtig. Das war witzig. Das war gut. Also, wenn ihr wisst, wer ist. Ja, also Tobias hatte schon mal den. Genau. Vorhin schon mal die Idee gehabt, dass man es an den Haaren. Wenn in den Haaren, ja. Ich glaube, das ist Selma. Das ist mir nie aufgefallen. Und das andere ist Patty. Also korrigiert mich. Ich weiß es nicht. Kann sein. Kann was dran sein. Macht vielleicht, ist es vielleicht sogar sinnvoll. Ja, ich sage nicht machen. Ja. Dann Mrs. Krabbubble. Miss Krabbubble. Ja, die. Sie hat sehr viele Probleme mit. Wo ist eigentlich Skinner? Skinner? Viel, ne? Also, wenn sie Krabappel haben, hätten sie Mr. Krabappel, hätte ich schon bald gesagt, hätten sie Skinner auch dabei packen wollen. Ja, normal, ja. Aber ist leider nicht. Ja. Naja, gut. Aber jetzt passend zur Schule. Willy! Da muss ich immer an die Albtraum-Szene denken. Ein Nightmare on Elm Street bei den Simpsons. Wenn ja, so, wo er so muskelbepackt ist. Und Öle mich ein, Frau! Genau. Ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Komisch, wir erinnern uns irgendwie nur an die alten Folgen, ne? Was heute so ist, die letzten 2-3 Jahre gar nicht so, ne? Nee, weil, ich weiß auch nicht, die alten. Einprägsamer. Einprägsamer, ja. Ja. Weil die halt
Das waren doch Gags. Ja, genau. Ja, wer natürlich nicht fehlen darf, ist Neddy. Ned Flanders. Wer seinen Namen vergisst, das steht auch immer wieder gerne auf seinen Aufklebern. Ja, von die Ned überall Ned. Sind, sogar im Haus. Sogar im Haus hier oben. Und was im Haus ist von Ned, guckt euch an. Guckt euch an. Da gibt es ein paar Dinge, wo der Aufkleber tatsächlich drauf ist. Richtig. Die halbe Einrichtung gehört ihm. Wobei es ja auch eine Folge gibt, wo ihm sogar das Haus gehört. Stimmt. Ja. Ich erinnere mich. Wie immer. Dann natürlich der Comicbuchverkäufer, wie ich ihn immer nenne. Da fällt mir gerade ein, kennst du die Folge, wo er sich verliebt hat? In dieser Asiatin? Ja. Das ist auch eine tolle Folge. Ja, stimmt. Aber er vergisst. In der Sängerin. Ja. Nee, das war eine, ist das eine Sängerin gewesen? Also in der Sängerin war ja auch eine Folge mit der Country-Sängerin. Ja. Das war Huma. Ah ja, stimmt. Das war Huma. Huma war in alle Frauen verliebt. So wie ich. Nein, alles gut. Ich hab das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich werde mich hüten, dass. Auch Humas Arbeitgeber, wo wir schon mal dabei sind. Mr. Burns. Mr. Burns. Mit Megafon, um sie alle abzurichten. Ja, und wer ist immer an seiner Kletter? Waylon Smithers. Waylon Smithers, genau. Das Tuteltäubchen. Ja, der tut immer so, also er sagt nie Burns, dass er ihn liebt, aber finde ich schade, aber. Doch, sicher sagt er das. Ich liebe sie, Sir. Natürlich sagt er das. Echt? Ja, ja. Okay. Er ist da ganz offen mit. Gut, dann ist gut. Vor allem, wenn das so Szenen sind, wo, keine Ahnung, Burns dann irgendwas macht, ach, wissen Sie, was ich jetzt machen würde? Und er dann, aber Sir, also so, okay, ja, so diese Anspielungen dann. Ne? Also das ist schon, der hält da nicht hinterm Berg mit. Das war gut so. Man sollte immer zu seinen Gefühlen stehen. Also immer. Immer offen und ehrlich sein. Genau. So. Jetzt kommen wir zum was ganz anderes. Die kleine Maggie. Margarete. Die auch sehr schlau ist. Also in der einen Folge finde ich, die eine Folge finde ich ja ganz toll. Aber das hatte ich ja in Deck 1 gesagt. Na gar nichts. Er hat nie was erzählt. Er wusste nichts zu sagen. Simpsons, was ist das? Was ist Simpsons? Hallo? Also die eine Folge finde ich ja ganz toll, wo er halt Bauklötze baut und Architektin wird, ja. Und Gemälde malt und richtig schlau ist. Also. Schlau tut, schlau ist. Schlau ist. Aber hallo? Kind ist. Die ist toll. Oder wo sie den Kindergarten anführt auch. Ja, ja, so die Rebellion. Das ist auch nicht schlecht. Und dieses Kindergartengericht da. Also. Ja, wie die sich verstehen ohne Worte. Und alle gehen hinterher, wo keiner weiß, was los ist. Okay. Richtig. Und wer passt auf die ganze Stadt auf? Der Wigan. Wigan, genau. Chief Wigan. Chief Wigan, der nichts auf Kette gerecht, aber. Ich hab Donuts. Sag ein Donut. Ja, aber sein Kollege macht ja immer die Arbeit, der etwas dunkelhäutige. Ich komme nicht auf den Namen. Sein Kollege? Ja, der dunkelhäutige, wie gesagt. Ich weiß nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt schon zwei Charaktere, dessen Namen wir gerade nicht kennen. Wobei der Kollege von Waylon ja nicht dabei ist. Das sind die Außenseiter. Wir geben mal halt Hausaufgaben. So. Wir wissen es ja natürlich. Wir wissen es, aber jetzt gerade nicht. So. Dann sein Sohn, der Kleine. Ja, komm. Ralf. Ja, genau. Gott sei Dank. Gerade um die Kurve gekriegt. Der nicht sehr intelligent ist, aber sehr witzig. Er ist, glaube ich, das einzige Kind, was wirklich noch Kind ist. Ja, richtig, das ist wirklich Kind. Na? Papi, darf ich das essen? Nein. Genau. Der ist immer witzig. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Tiere, ne? Und dann haben wir Snowball 1 bis 3 in einer Person. In einer Katze. In einer Katze. Guckt euch diese Katze an. Wenn sie euch mal dreimal erscheint, wisst ihr wieso. Genau. Und wer darf natürlich auch nicht fehlen? Knecht Ruprecht. Der ist irgendwann auch nicht mehr dabei. Ja, richtig. Irgendwann. Weiß ich nicht, was mit ihm passiert. Ich bin gerade überlegen. Schreibt es in die Kommentare. Die Geschichte zu Knecht Ruprecht ist ja so, dass es ein Rennhund war und Bart dann halt aufnimmt, weil er keinen Rennen gewonnen hat. Mhm. Das ist die Geschichte. Wie die zu Knecht Ruprecht kam. Ist das nicht sogar eine Weihnachtsfolge? Ja, ist eine Weihnachtsfolge. Weil Human doch Geld mit dem Hund machen wollte, um Geschenke zu kaufen. Mhm. Und zu guter Letzt. Oh, wir haben Itchy und Scratchy. Ja, Itchy und Scratchy haben wir noch.
Wie sich ewig verprügelnde Tiere. Deswegen weiter auseinanderstellen. Ach komm, die haben sich doch lieb. Ja, in diesen Kinofilmen. In den Kinofilmen zerstückeln sie sich, ja. Ja, wobei, da prügeln sie auf Saddam Hussein ein oder so. Weiß man immer nicht. Das ist merkwürdig. Ja, das sind beide Sets im einen und wir haben natürlich jeden Accessoire gegeben, wie wir das dachten. Ja, das muss man dazu sagen, wenn ihr es besser wisst, behaltet es für euch. Weil wir hatten jetzt keine Bauanleitung oder so, wir haben einfach gedacht, okay, das passt zu dem, das passt hierzu, das passt dazu. Und das haben wir dann einfach so gemacht, nach bestem Wissen und Gehwissen. So ist es. Wie wir das sinnvoll erachten. Dann haben wir die Simpsons eigentlich komplett jetzt Lego-technisch, ne? Lego-technisch, ja. Also. Bis auf den Kastenbürger. Genau. Ja, danke fürs Einschalten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Set. Beim nächsten großen Set. Oder wie Steve Jobs sagen würde, one more thing. Bis dahin. Bis dahin.